Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paper Mario The Origami King. In der letzten Folge haben wir den Wasserpergamentor besiegt. Der war ganz witzig, haben auch alle Sachen im Wasserpergamentor gefunden. Und deswegen können wir hier jetzt rausgehen und endlich diesen ausgetrockneten See mit unserer neuen Wasserpergamentor-Fähigkeit auffüllen. Ich bin gespannt, ob der Bobby jetzt noch da ist. Ja, er chillt da einfach weiter rum. Ey Bobby, wir haben den Erdpergamentor besiegt. Ist das nicht toll? Das Wasserpergamentor war so cool und wir haben eine neue Macht erhalten. Oh, wirklich? Das Wasserpergamentor war wirklich cool? Also wirklich richtig? Oh, na sowas. Ich habe ein cooles Wassermonster verpasst, aber das macht ja nichts. Vielleicht das nächste Mal dann. Ach, keine Sorge, das holen wir nach. Lass uns zum See zurückkehren und die Macht des Wasserpergamentors ausprobieren. Das ist eine tolle Idee. Na dann, Bobby, komm mit und gehe bitte nicht wieder verloren, denn das wäre eine Schande. Und wir haben hier ja unsere nette kleine Röhre, mit der wir richtig cool abkürzen können. Okay, Olivia, do your thing. Guck ganz genau hin, Bobby. Guck dir an, was wir Tolles erlebt haben. Ja, Wahnsinn, oder? Ich mach Welle, Mann, ich fühl mich wie der Mond, Junge. Machst du Welle, drückst du Spülung auf dem Klo, Junge. Und jetzt kommen wir auch endlich an diesen komischen Felsformationen da unten vorbei. Nur deswegen sollten wir diesen See auffüllen, weil wir da nicht rüberhüpfen konnten. Oh, das ist das Tollste, was ich jemals gesehen habe, Tantchen. Tut mir leid, dass ich an dir gezweifelt habe. Ich kann kaum glauben, wie viel fantastische Erinnerungen ich an einem einzigen Tag gesammelt habe. Hä? Er war gar nicht dabei. Oh, na gut, er hat jetzt halt mitbekommen, wie das Tantchen hier tolle Sachen gemacht hat. Und das hier sieht mir so aus, als wenn hier irgendwas versteckt wäre. Zum Beispiel ein Toad. Hallo, Toad. Wir haben in der letzten Folge übrigens gar kein Toad gefunden. Das ist ein bisschen sad, aber dafür gleichen wir das mit dieser Folge jetzt wieder aus. Ah, ich bin gerettet, vielen Dank. Eigentlich war es hier drin total gemütlich, so ein Mittelding zwischen umarmt und zerquetscht zu werden. Und er bleibt einfach da. Ich frage mich, ob ich mir meine Post hier hinsenden lassen könnte. Ja, als Kind mochte ich das auch richtig gerne. Da hatten wir in der Küche so eine abgeschlossene Bank, auf die man sich setzen konnte. In L-Form, möchte ich sagen. Und in dieser L-Form, an der Kante, konnte man als kleines Kind rein und sich verstecken. Das hat, glaube ich, dieselbe Energie wie dieser Toad hier. Fand ich richtig cool, da reinzugehen, weil meine Eltern konnten da nicht hin. Ich konnte mich da einfach verstecken. Das war ganz, ganz toll. So eine kleine Höhle, nur für mich. Mein Bruder kam da auch nicht rein, weil der war auch schon zu groß, als er das entdeckt hatte, dass man da hingehen konnte. Ich weiß nicht, warum man das so mag. Aber wahrscheinlich genau das, was der Tote auch gerade meinte. Dass dieses Gefühl, eingeengt zu sein, ist so ein bisschen kuschelig. Vielleicht erinnert das einen an den Uterus. Also, ist man im Uterus? Ich habe keine Ahnung, Leute. Bei der Geburt, daran erinnert das einen vielleicht. Ist man im Uterus oder ist man in der Gebärmutter? Ist das dasselbe? Alter, ich kenne mich überhaupt gar nicht aus. Kann mich mal jemand aufklären in Biologie, bitte? Wo ist man denn? In der Fruchtblase? So viele komische Wörter, die alles mit der Schwangerschaft zu tun haben, aber ich weiß nicht ganz genau was. Na gut, wer will Boot fahren? Wer will vorne sitzen? Wer hinten? Juhu, jetzt können wir mit dem blauen Duftschlange folgen und los! Los! Ach, ich muss hier wieder die Arbeit machen, ist klar. Das ist aber sehr riskant, Leute. Kann irgendeiner von euch schwimmen? Also ich kann auf jeden Fall, ich bin ein schlechter Paddler. Ach, das sieht schwierig aus. Darf ich es mal versuchen? Ich möchte es wieder gut machen, dass ich nicht mit euch in den Tempel gegangen bin. Nein, oh, was ist los? Oh, Moment, ich kann das Paddel einfach nicht festhalten. Echt jetzt? Wir können das Wort nicht rudern, nach all dem, was wir durchgemacht haben? Stimmt, Bobby hat ja gar keine Hände. Und so eine Bombe im Wasser ist, glaube ich, auch nicht so ganz geil. Wir alle sind nicht so ganz geil. Papier, Origami und Bombe gehört alles nicht ins Wasser. Aber es muss einfach eine Möglichkeit geben. Vielleicht finden wir hier ja irgendwo jemanden, der was vom Rudern versteht. Ja, zum Beispiel der Affentoad da hinten. Ja, kleines Äffchen, willst du uns helfen? Ich gebe dir auch... keine Ahnung, ich hab nix. Eine Backpfeife oder so kann ich dir geben. Hallo du, kannst du vielleicht jemanden hier, der rudern kann? Nein, nein, ich will Thunfisch! Gib mir Thunfisch! Du blödes Tantchen! Aua, ey, was soll denn das? Hättest du es etwa für eine passende Begrüßung? Naja, sei froh, dass er nicht mit Scheiße geworfen hat. Wie es Affen normalerweise tun. Bobby, what are you doing? Are you okay? Aha, gefunden. Ja, und ich habe eine Thunfischdose für dich, die du mir, oder die du Olivia an den Kopf geworfen hast. Bitteschön. Zwar nicht offen, aber eventuell hilft es dir ja. Nee. Was? Ich dachte eigentlich, dass das Dosen-Thunfisch genau das Richtige für ihn wäre. Hm, vielleicht will er ihn ja, aber er bekommt die Dose nicht auf. Ja, ach.
Ja, und jetzt? Okay, wir brauchen einen Dosenöffner. Dann hilft uns doch bestimmt Sir Sanchez von Clunches, der hier unten hoffentlich immer noch am Rumgammeln ist. Denn mit dem haben wir ja noch eine Party offen, nicht wahr? Ja, meine Kumpels und ich, wir werden hier eine Super-Duper-Dosen-Party steigen lassen. Ein Riesenspaß! Sobald sie mit den Dosen und dem Dosenöffner aufkreuzen, geht die Sause los! Tja, aber vielleicht haben sie in dem hohen Gras verlaufen. Könntest du vielleicht für mich suchen gehen? Klar. Bin gleich wieder da, Mr. Sombrero-Rero. Und da vermute ich doch, dass der Dude, der da hinten am Schlafening ist, dass das einer seiner Sombrero-Freunde ist. Oh. Ich bin eingeschlafen. Kam her wegen der Party. Weißt du, wo die Party ist? Ja, weiß ich. Erfolgst du mir jetzt? Ja, komm mit, kleiner Freund! Ja, lass zur Party gehen! Jetzt die Frage, wie viele Freunde hat der Dude? Hat er mehr als einen Freund? Ist das so ein Typ, der nur einen Freund braucht, dafür aber einen besten Freund? Oder ist das einer, der ganz viele Freunde sammelt und dafür sich nicht um jeden kümmern kann? Ich bin da! Ich glaube, er hat noch einen. Hab die guten Sachen mitgebracht. Die guten Sachen, Thunfisch! Yeah, willkommen zur Super-Duper-Dosen-Party-Kuppel. Ich hab schon auf dich gewartet. Was ist da drin? Ravioli? Gute Wahl. Das wird eine tolle, abgefahrene Party. Shiowai. Jetzt fehlt nur noch jemand mit einem Dosenöffner. Dann kann die Party losgehen. Okay, also noch einer. War ja so klar. Was das wohl für ein Typ ist? Das hier sieht nur so aus, als wenn hier irgendwas Interessantes wäre. Was ist das für ein Viech? Komische Leute. Ich muss zur Party. Ich muss jetzt zur Party. Hörst du mir? Bringst du mich zur Party, Party? Nicht zu dieser Party. Ich will nicht gegen Leute kämpfen hier. Guck mal. Die Münzen da oben haben sich einfach respawned. Das ist ja sehr nett. Und hier ist irgendwo noch ein... Was ist das für ein Viech? Ist das ein Trocken-Knochen-Gumba? Ist auf jeden Fall noch ein Tod. Gut, Täschchen. Hey, wie hast du mich denn gefunden? Kannst du einfach Gedanken lesen? Liest du sie gerade jetzt? Bitte aufhören. Nein, ich habe einfach ein Toad-Messgerät. Aber süß, dass du denkst, ich kann Gedanken lesen. Wie cool wäre es, wenn man wirklich Gedanken lesen könnte. Also wie scheiße wäre es, wenn man Gedanken lesen könnte. Wenn man steuern könnte, dann okay. Aber wenn man es nicht steuern könnte, dann hätte ich diese Fähigkeit ehrlich gesagt nicht so gerne. Dann prasseln ja richtig viele Gedanken einfach auf dich ein. Und dann ist die Frage, kannst du nur die Gedanken lesen, wenn die so, keine Ahnung, maximal 2 Meter von dir weg sind? Oder können die auch 50 Meter weg sein? Dann hörst du ja wirklich permanent irgendwas. Das wäre ja richtig nervig. Egal. Bin da. Ganz, ganz großes Dankeschön. Oh yeah, jetzt sind alle da. Jetzt kann die Super-Duper-Dosen-Party steigen. Los geht's. Setzt euch ins Lagerfeuer. Schei, oh wei, und öffne die Dose. Der Deckel sitzt lose. Dosenöffner-Solo. Dosenöffner-Solo? Dosenöffner? Oh, warte mal, ich hab den vergessen. Was? Hör mal. Hast du wirklich die Dosenöffner vergessen? Deshalb haben wir doch überhaupt erst einen Partyplan gemacht. Wieso sollten wir jetzt noch unsere Super-Duper-Dosen-Party feiern? Dosenöffner. Dosenöffner? Wir brauchen blöde Dosenöffner nicht. Aha, er beißt es einfach auf. Aber was ist das denn für ein Viech? Gab's schon mal solche Knochentrocken-Gumbas in älteren Teilen oder ist der jetzt wirklich ein ganz neuer Charakter, den die extra für Paper Mario gemacht haben? Schreibt's in die Kommentare, Leute, das würde mich interessieren. Ey, der Wahnsinn, mit solchen Beißerchen können wir alle Dosen der Welt öffnen. Das ist aber klasse, jetzt kann die Super-Duper-Dosen-Party steigen. Setzt euch ins Lagerfeuer und singt den Dosenlied. Das D-O-S-E-N-L-I-E-D-Lied. Oh, bin super-duper gut in Dosen öffnen. Hast du eine Dose, mach ich die auf. Ja, hier, Thunfischdose. Only for you, beziehungsweise für den Affen. Süß. Merci, kleiner Gumba-Schnumba. Oh ja, Thunfisch. Ruder-Profi. Lol, er hat einfach so einen chinesischen Hut auf, so einen Reishut. Aber guck! Es geht einfach nichts über Thunfisch. Oh, Mario, vielen, vielen Dank. Entschuldige bitte das Affentheater. Sei unbesorgt, ich bin keiner für. Man hatte mich nur zu einem zusammengefaltet. Ich rudere mein Boot mit meinem Bruder und ruder mit meinem Bruder den Fluss rauf bzw. herunter. Tut mir leid, ich war schon so lange gefaltet, dass mein Verstand jetzt ziemlich Banane ist. Den Fluss mit nur einem Ruder? Dann musst du der Bootsführer sein. Das war genau das, wonach wir fragen wollten. Dann kannst du bestimmt das Boot im See rudern. Aber selbstverständlich. Wollt ihr den Fluss hinunterfahren? Ich rudere euch gerne, ganz umsonst. Ich warte am Steg. Gib's gleich. So, dann müsste jetzt die nächste Szene kommen, die man auch im Trailer gesehen hatte, mit diesem Wasserfall-Action-Spiel. Bin gespannt. Eine Bootsati ist lustig, eine Bootsati ist toll, tralla, tralla, rot, tralla, hey.
Ah, leise, leise, Schlag um Schlag. Rudern wir Tag um Tag. Oh. Rudern wir Tag um Tag. Fahren zu zweit durch Lust und Verdruss, bis unsere Fahrt eins enden muss. Tragt mich durchs Leben ein Feind, guter alter Floß. Sorry. Ein Ohrenkrebs gibt's immer umsonst bei meinen Videos. Damit sind wir in der Strudelschlucht. Fühle ich mir das ein oder werden wir wirklich schneller? Ja, okay, dann kommt jetzt das Minispiel, das man im Trailer gesehen hatte. Oh ja, wir sind schon fast bei den Strudeln. Freut ihr euch auch schon darauf, im kühlen Nass der Strudelschlucht zu planschen? Planschen? Hier? Ich wollte doch einfach nur eine ganz gemütliche Bootsfahrt. Ach, stell dich nicht mal so an. Umkehren können wir sowieso nicht mehr. Also tu einfach so, als wäre das hier eine Wildwasserbahn. Also gut, festhalten, ihr Landratten. Hier kommt die Strudelschnelle der Strudelschlucht. Alles klar, wir haben 5 Leben und ich kann das Boot jetzt selber steuern. Ich kann sogar sprechen. Achso, nee, wir können... Ja, das Boot jetzt steuern. Wir können Schnipsel werfen. Das ist aber sehr träge. Oh mein Gott, und ich darf nicht gegen die Wände knallen, weil sonst verliere ich Leben. Oh, das ist richtig träge, dieses Boot. Ekelhaft. Aber halt wie ein normales Boot. Finde ich gut, dass sie es so gemacht haben. Ja gut, die 100 Münzen da kriege ich nicht. Mir egal. Ich werde hier garantiert auch noch ein paar Sachen vermissen. Ich hoffe nur, das kann man später dann vielleicht nochmal machen. Wir müssen auf jeden Fall Schnipsel werfen. Schnipsel, Schnipsel. Merci, merci. Und auf geht die wilde Fahrt. Whee! Okay. Das war nur die kleine Stromschnelle. Jetzt muss ich natürlich auf alles Mögliche achten, ob es hier auch irgendwo noch Toads gibt oder so. Oh, das ist doch aber trotzdem ganz chillig. Ich finde die Musik auch wieder toll. Das ist ein Chill-Part hier. Immer der blauen Luftschlange nach. Wieso sind hier so viele Leben? Was hat das für eine Bedeutung? Als ob man hier schon viele Leben verloren hätte. Oh, die 100 Münzen hätte ich gern. Ja. Merci. Mehr Hindernisse. Oh, da oben, da oben. Wir müssen alles mitnehmen. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Alle unnötigen Löcherstoffen. Au! Habe ich ein Leben verloren. Okay, also. Also frontal sollte man nicht gegen die Wand knallen. Habe ich gelernt. Ui. Ah, da kommen hier Felsen runter. Ja, chill, Olivia. Das passiert schon mal auf einer Wildwasserbahn. Das ist die Wildwasserbahn. Deluxe! Ich komme hier halt gar nicht vorbei. Warte mal. Moment, wir haben es gleich. Wie angestrengt der Tod hinten noch eben geguckt hat. So, Leben nehmen wir hoffentlich mit. Ja. Howdy schmeidi. Läuft doch soweit. Wir sind... bestens vorbereitet, wollte ich sagen. Ich wollte sowieso unten lang. Weiter geht's. Und hier gibt's noch unnötige Löcher. Okay, oben, 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 oben. Wird schon krasser. Wieso guckt denn Mario auch so angestrengt? Als ob er so viel machen muss. So, okay, jetzt geht's richtig ab. Ich will hier raus. Aua, oh, noch ein Leben verloren. Okay, das ist der kurze Moment, wie bei einer echten Wildwasserbahn, wo man oben warten muss und dann geht's runter. Hui! Oh, nein, nicht in die Strudel. Wusstet ihr, dass Strudel denselben Namen haben wie diese Naruto-Fähigkeit? Rasengan heißen die, glaube ich, auf Japanisch. Rasengan heißt, glaube ich, Strudel auf Japanisch. Alter, man verliert voll viele Leben. Ich habe nur 2 Leben und jetzt kommt erst der richtige Part. Das kann schwierig werden. Möchte ich mal so meinen. Leben, danke. Aber noch geht's uns gut. Der riesige Strudel des Todes. Dieser Strudel ist ja riesig. Hoffentlich kommt da kein Oktopus raus oder so. Hallo! It's called Hentai. And it's art. Alles klar. Normal, oder? Nein, lass mich doch bitte unten lang. Oh, guck mal. Die ganze Reihe, da kann ich jetzt nicht füllen. Oder kann ich irgendwie... Man kann die Dinger kaputt machen. Okay. Wir haben ein bisschen gescheatet. Aber das ist in Ordnung. Hauptsache... Oh, ich verliere nicht alle Leben. Okay, ich glaube, ich bin jetzt... Ja, tot. RIP. Ich wollte das aber unbedingt machen. Alright, here we are again. Ja, ich bin jetzt leider falsch rum. Nein. Warte. Oh Gott. Ey, wenn mich das jetzt tötet... Wenn mich das jetzt tötet, instant... Dann raste ich aber aus. Warte, darf ich bitte trotzdem nach oben? Darf ich bitte trotzdem nach oben? Ganz weit nach oben? Wird nix. Wir müssen ein Leben verlieren. Bäm, kaputt machen. Jetzt nicht in den Strudel. Nicht in den Strudel und kein Leben mehr verlieren. Und jetzt einfach spam. Mann, come on! Das ist doch scheiße.
Oh Mann, es dauert immer so lange. Bis ich an der Stelle bin, dauert das locker 5 Minuten. Und nochmal, weil es so witzig war. Die Wildwasserbahn hier ist aber gemeingefährlich, ey. Okay, so. Hier hätte ich natürlich dran denken sollen, dass der Strudel natürlich in eine Richtung geht. Oh, nein! Und das ein bisschen dumm war, wie ich das davor gemacht habe. Vor allem hat das einfach voll viele Leben abgezogen. So, jetzt müssen wir mal ganz schnell da oben hoch. Oh, wie soll man das denn vorher sehen? Oh, danke. Ja. Okay, das sieht gut aus. Diesmal sollten wir auch nicht sterben. So, los. Mach die ganzen Dinger voll. Ja. Oh, hat funktioniert. Okay, nice. Das war hoffentlich... Nee, war nicht der Letzte. Warum war das nicht der Letzte? Das hier hat man, glaube ich, im Trailer gesehen gehabt. Genau diese Stelle. Und schon sind wir durch. Na, würde ich nicht retten. Die Strudelstoff gefallen. Habt ihr euch beim Plätschen vergnügt? Ja, wir sind ja nur 3 oder 4 Mal gestorben. Mein gefährlich macht... Ich will mein Geld zurück. Aber das hat doch alles gekostet. Dann verlange ich Schmerzensgeld. So, hier kommt der nächste Halt. Aber wir sind immer noch in Chinatown hier, ne? Jetzt sind wir in Japan City. Willkommen im Shogunland. Hier gibt es spektakuläre Shows und fantastische Attraktionen. Was? Warte mal. Willst du damit sagen, dass hier ist ein Vergnügungspark? Das klingt nach so viel Spaß. Gehen wir hin? Ja, gehen wir? Bitte. Okay, japanisch oder chinesisch? Halt asiatisch. Was ist das für ein Bildungsstil? Eigentlich ganz genau zuordnen. Passt beides. Wenn ihr jetzt gerade ausschaut, seht ihr dort das berühmte Schloss des Shogunlands. Shogun ist aber doch eigentlich Japan, oder? Hab schon. Ja, wird glaube ich auch mehr passen, weil das Spiel ja auch aus Japan kommt. Nintendo ist ja nun mal japanisch. Oh, da wickelt sich ja die blaue Luftschlange drum. Oh, Wahnsinn. Stellt euch das mal vor, dass sie uns ausgerechnet hierher führt. Was machen wir jetzt nur? Na, alles ausprobieren. Tja, Mario, da müssen wir uns das Shogunland wohl ansehen. Alles andere wäre ein Untat. Also, auf ins Shogunland, ja, oder? Wir gehen doch hin, bitte. Klar. Hast du nicht gesagt, dass wir uns auf keinen Fall ablenken lassen dürfen, Tantchen? Wir können auch weiter den Fluss hier runterfahren, wenn ihr wollt. Der Krepppapier-Canyon liegt direkt voraus. Nee, wir gucken uns den Park an. Hurra, ich wusste doch, dass wir da eine Meinung sind, Mario. Aber guck, hier ist jetzt, man könnte auch zur anderen Luftschlange einfach fahren. Doch, wir haben alle grundlose Löcher repariert. Okay, das ist sehr schön. Gab's da noch irgendwas anderes? Nee, nur grundlose Löcher. Okay, dann hat sich das wenigstens gelohnt. Unser zweiter Stern, Leute. I'm so happy. Gut, das Shogunland gucken wir uns dann beim nächsten Mal an. Das Land der Ninja und Denker oder so. Das ist wirklich aufgebaut wie so ein richtiger Freizeitpark. Das ist richtig cool. Das freut mich sehr. Bist du ein Toad? Du bist ein Toad. Dann nehmen wir den noch mit. Ein Herzentoad. Ich weiß nicht, wonach es dein Herzen verlangt. Doch ich weiß, wo du dein Verlangen nach Herzen stillen kannst. Der liebe rote Backsteinbau, hart im Toadtown der Beschau. Wie er die ganze Zeit die Augen geschlossen hatte. Gut, dann ist das ja anscheinend City Nummer 2 und wir könnten jederzeit zurück zu Toadtown. Aber ja, das war's dann jetzt wirklich mit dieser Folge. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.